So, Freunde der Nacht, willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Together Secret of Mana mit dem Recki und dem Zanchek. Was haben wir denn hier zuletzt gemacht? Ich hab's schon wieder ganz vergessen. Wir sind, das ist eine gute Frage. Genau, wir waren hier drin, unten sind, also ich bin gestorben. Ach ja, genau, ja. Und dann war die Zeitende, das war auch ganz passend, weil jetzt werden wir dann uns komplett um das Dungeon hier kümmern. Das ist der Lava-Tempel und wir haben hier am Anfang den Orb deaktiviert. Und jetzt mal schauen, was uns in dem Lava-Tempel so erwartet. Für bösartige Hindernisse. Ja, er wirft direkt zwei Bumerangs da, der eine. Oder haben da zwei auf einmal geworfen? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, der macht schon wieder total den Schaden. Ja, der hat ja auch einen Schaden. Ja. Aber ich kriege nur 10 an Schaden, also. Ja, und die ist sofort wieder tot. Ich bin ein bisschen besser ausgerüstet. Der hat 83 Schaden gerade da gemacht. Der hat 83 gemacht, ne? Ja. Ich dachte, wir hätten 83. Boah, das ist auch scheiße. Boah. Schon wieder gestorben. Das Ding. Ja, der Part ist schon wieder vorbei. Verdammt. Ja, wie sollen wir das denn? Wir können ja nicht jetzt ständig rausgehen. Ja, jetzt gehen wir aber nochmal raus. Ja. Das ist ja direkt am Eingang. Da verballern wir keine 150 Münzen für. Oder Goldstücke. Genau, wenn wir 15 auch das kriegen können. Naja, 10 mal machen, dann sind wir auch... Hier, vorhin haben wir noch Level 1 gehabt. Ja, also hiermit waren wir fertig, das heißt, die sind alle bereit. Wenn die nicht mehr sterben würden sofort. Ja, einfach noch 10 mal machen, dann haben wir auch denselben Preis wie so ein Lebenswasser. Genau. Und wir kriegen andauernd durch die drei Gegner genug. Und die darf schon wieder nicht schlafen. Die kriegen irgendwann Rückenschmerzen. Von ganzer Zeit stehen. Ja, würde ich sagen, muss jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Das Lustige du war Perle. Ja, die ist da reingerannt, also reingeflogen, um genau zu sein. Und dann hat sie so ein High-End-Damage gekriegt. Ja, mal schauen, dass sie diesmal nicht stirbt. La la la, la la la, la 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 la. Das ist doch jetzt schon Orwo-Musik, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also die Musik hier ist sowieso geil. Die jetzt hier so ein bisschen weniger. Dafür aber die anderen. Da schon wieder 40. 40 Schaden? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist die nackt. Irgendwas fehlt der. Na, ja, guck doch mal. Guck doch mal nach. Nein, jetzt habe ich gerade gewechselt, weil ich die unternehmen wollte. Und die ist sogar schon wieder tot. Weil jetzt wird die da wieder durchgenommen. Ich kann nicht mal. Die kann nicht mal da rauslaufen. Alter. Also irgendwas fehlt da auf jeden Fall. Ich wollte ja nachgucken, das Problem ist ein bisschen mit nachgucken. Jetzt komme ich hier nicht raus. Aber guck mal, ich nehme immer nur 8 Schaden oder so. Ja, ja. Und so wie es sein soll. Nimmt so viel. Das passt irgendwie überhaupt nicht. Da ist irgendwas noch nicht richtig. Weil selbst sie, die Koboldin, nimmt, naja, 20 jetzt, aber normalerweise auch nur 10. Wir müssen sowieso nochmal raus. Also, ich mache die kaputt. Und dann gucken wir mal, was der irgendwie fehlt. Irgendwie. Ja, was fehlt dir denn, Perle? Ja, was fehlt dir denn? Ja, im Moment fehlt dir so ein bisschen die Gestalt, die ist wichtig. 7, 8 Schaden kann man ja mit leben. Auch die 10, die sie da unten kriegt. Aber wenn der 40 kriegt, das ist ja schon irgendwie hart. Zweimal treffen wir sie schon fast platt. Ja. Und beim dritten Mal bin ich platt. Ja, das geht so weiter, ne? Genau, jetzt zeigen wir noch so circa 26 Minuten lang, wie wir rein und raus rennen. Und wieder schlafen. Und guck mal, wir machen trotzdem Plus, wir haben schon wieder 200 Gold mehr als vorher. Ja, so kann es auch weitergehen. Ja, bis wir irgendwann... So farmt man. Genau, bis wir 999.000 haben. Ich glaube, uns laufen dann die Zuschauer weg. Ja, ich laufe auch weg dann. Dann laufen die Spieler weg. Ja, ich ja auch, und das ist das Schlimme. So, jetzt gucken wir mal da rein. Die ist doch nackt oder so. Irgendwie hat die so nicht an. Irgendwas hat die im Kopf zu wenig. 3 ist recht wenig, finde ich. Was hat die hier? 10? Eigentlich sind es ja nur 13, die ihr habt. Und 4. Der hat halt recht wenig. Irgendwie müssen wir mal gucken. Irgendwo muss es bestimmt eine andere Haarschleife geben. Oder eine neue Weste. Aber wo? Dann gucken wir nochmal in dem Laden, oder? Ja. Bei dem da oben vielleicht haben wir das ja übersehen.
Also ich habe es auf jeden Fall übersehen, wenn, aber ob du es übersehen hast, das ist... das bezweifle ich mal. Ich dachte auch, ich hätte das nicht übersehen. Also das sind die Ketten. Ja, da haben wir die größte dreimal. Also das ist auch das höchste. Das kann sie nicht tragen. Ja, das ist natürlich seltsam, weil die das nicht tragen kann. Und das hat sie. Und das hat sie. Das ist das nächstbeste. Was das ist nur für sie. Das hat er. Das hat sie. Super. Ja. Toll. Ja, musst du jetzt mit der Elfin spielen und dann sie erstmal da raushalten. Genau, dann lassen wir die weg. Dann gucken wir mal, was die hier so für Verhalten hat. Nicht, dass die da mal reinrennt. Ja, genau, so muss das sein. Dann müssen wir halt gucken, dass die einfach nicht stirbt. Ich guck mal eben, wie mein Waffenlevel aussieht nochmal. Wo ist der Speer da? Okay. Ja, noch 25 Punkte. Was sind das für Viecher gerade gewesen? Haben wir da irgendwas, Waffen, die stärker sind gegen die? Das sind Elfen, Gnome oder so, ne? Kobolde, ja, irgendwie sowas. Das hat auch die Frage. Ich werde mal mit ihr irgendeine Fernkampfwaffe nehmen. Dann kann ich mit dem Computer immer... Ne, du hast sie am Arsch hängen, ne? Du hast auch eine Fernkampfwaffe, ist auch gut. Dann versuchen wir die möglichst gefahrlos zu töten. Was natürlich unmöglich ist, weil die auch im Bogen haben. Im Bumerang, nicht im Bogen. Ja. Und sich heilen können. Ganz ehrlich, das ist schon fast wie so ein Endgegner hier am Anfang. Kann nur leichter werden. Ja, auf jeden Fall. Naja, aber jetzt ist... Oh. Jetzt so langsam ist es so, dass man schon eine gewisse Taktik anwenden muss und nicht einfach nur drauf los. Genau. Aber wird halt immer... 21, ja, guck mal, die kriegt schon wieder zweimal hintereinander Schaden, schon wieder... Immer komplizierter. Durch. Dann kann sie sich ja einfach mal selber heilen. Oder einfach alle mal wieder. Dann rennt die auch nicht immer in die Gegner rein. Jetzt werden wir alle geheilt. Und voll. Das ist gut. Das Problem ist, sie rennt die natürlich hinterher und du stehst jetzt hinter den Gegnern. Und rennt sie natürlich komplett durch. Ja, die müssen jetzt auch kalt sein, ne? Hofft man, ne? Die sind echt hart. Oder wir sind viel zu schwach. Wobei wir jetzt nicht unbedingt die Gegner, Mine haben, ne? Eigentlich nicht, ne. Bisher lief es ganz gut. Vor allem vermehren die sich immer, ne? Ja, wir müssen den Lilan zuerst töten. Jetzt ist es soweit. Sie hat nicht einmal gekämpft, aber Hauptsache ihre Axt hat ein Level gekriegt. Da sieht man also, sie kriegt auch Punkte, wenn wir töten. Du genauso. Ja, ist gut, dann kann ich das schnell wechseln. Ja. Was brauche ich denn jetzt? 1-1. Ja, Peitsche oder die Klaue. Genau. Nehmen wir mal die Klaue. 35. Ja. Ja, ist glaube ich gut, dass du jetzt mehr Schaden machst. Aua. Wenn ich denn mal angreifen darf. Ist zwar eine Nahkampfwaffe, aber ist ja auch nicht schlimm. Ah, schon wieder so einer. Ich dachte, das wäre nur so am Anfang mal einer. Nein, sofort noch welche. Jetzt geht's mit Power drauf. Ja. Jetzt müssen wir einfach wegsmashen. Toll. Rückwärts zählen. Buff. Ah, und Teppi hat Level 11. Das ist also auch schon mal gut. Ah! Wollte gerade untersuchen. Was bist du denn? Eine Schachfigur, nein. Ja, das ist ausgeglichen. Der hat einen sehr hohen Ausweichfaktor. Ja, ich merke schon. Allerdings haben wir die ersten 1000 Schläge, bevor ich das gesagt habe. Immer getroffen, ja. Ach guck mal, da kommt einer von links. So langsam angehüpft. Nein, 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 nicht angreifen. Ja, und jetzt erhöht er sich das sogar noch mit dem Zauber. Zielprozent Rauch, Ausweichchance, also Treffer, Wahrscheinlichkeit. Und tschüss. Soll er sich doch erhöhen. Ja, das ist jetzt ganz spannend. Genau, wir kämpfen mit drei Mann gegen eine Schachfigur. Wir versuchen, sich schachmatt zu setzen. So einfach ist das. Ja, und es klappt sogar. Oh, was ist hier? Ja, oh nee, nicht die schon wieder. Aber in Grün, was heißt schon wieder? Das ist schon lange her. In Grün hatten wir auch, ne? Die waren schon immer grün. Ja,
Das ist gut, das heißt also, das sind die gleichen schwachen Gegner wie vorher. Die können ja jetzt nicht mehr Schaden machen als vorher. Hoffe ich. Aber so ist das, glaube ich, im System immer die gleichen. Ja, glaube ich auch. Sind relativ zügig im Vergleich platt. Ja. So, jetzt nochmal rechts lang und dann öffnet sich bestimmt in der Mitte die Tür. Oder links lang. Da oben ist. Ja, da will. Ja, ich meine ja links lang, ne? Habe ich rechts gesagt? Ja. Rechts war nur, ich sag, wir kommen von rechts und ich sag, ja, jetzt rechts lang. Ah, hier so eine einfache Fledermaus. Bam, 60 kritisch Schaden. Das ist natürlich gut so. Ja, die schweren Gegner haben wir jetzt hinter uns. Jetzt kann es ja nur noch einfacher werden. Ja. Und zack, kommt jetzt direkt erstmal noch ein stärker. Mal gucken, was kommt jetzt der Boss sofort. Was habt ihr gesagt? Ihr wollt sofort starke Gegner? Schon wieder einer. Wenn wir die aber schön in Schach halten. In Schach, hahaha. Das geht nur mit dem Läufer. mit dem Pferd schon vorhin. Oh, ich muss aufpassen, wenn die getroffen wird, dann sieht die wieder unglücklich aus. Die wird vor allem immer zweimal hintereinander getroffen. Guck mal, ich krieg einen Schaden. Und die holt sich immer hier 40er ab und sowas. Obwohl, so viel nicht bei denen. Boah, jetzt habe ich aber auch 20 gekriegt. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ja. Ich glaube, liegt auch daran, der Bumerang zieht nicht so viel ab, aber wenn er mit der Axt drauf haut. Komm schon, machst du alle kalt mit deinem Kung Fu. Heiki! Ach, lass dich doch nicht mit von Axt treffen. Paff. Verdammt. Voll eingefärcht und direkt alle mit einmal weg. Bis auf einen. Und der hat auch noch einen gebraucht. Und sie hat ein Level gekriegt, dann kann sie auch wieder auf die Peitsche wechseln. Ja, passt ja jetzt perfekt. Jetzt kommt der im Stück näher und dann wupsch. Ich dachte, es macht Schaden, macht keinen Schaden. Also. Aber wir werden jetzt direkt getroffen. Nee. Ah, doch noch Schaden. Hat Schaden gemacht. Das war ja nicht viel. Genau, warum gebe ich ihr nicht einfach die Peitsche? Damit hat sie doch. Ich mach das auch. Dann kann ich mit der auch kämpfen. Aber die Peitsche war doch schön auf Distanz. Auch wenn wir eigentlich Waffen leveln wollen, ich glaube, hier ist das schon gut, wenn die nicht stirbt. Ja, da ist das lieber wichtiger, dass er nicht stirbt, genau. Wow. Schön in die Ecke reinwerfen. Baff, weg mit dir. Und jetzt du nochmal. Mist. Klaue erreicht Level 1 und bin schon wieder fertig mit der Klaue. Echt? Ja. Hab ich gar nicht gemerkt. Ich merke das schon gar nicht. Yo. Ah, aber die hat ja 2. Okay, kannst du sofort weiter. Guck mal, schon wieder 12. Du hast gerade das Level. Ich bin schon wieder auf 12. Ja, dies geht ganz schön schnell. So, 2 von 2. Effektiv genau. Gegen Insekten. Ja, und anderes. Toll. Also, und anderes ist auch so intensiv. So und anderes. Also, gegen alles vielleicht. Und ähnliches und anderes. Jetzt wieder so ein Ding. Rein theoretisch könnte man auch immer durchprobieren, die Waffen bei jedem einzelnen Gegner. Und sich das dann aufschreiben. Rein theoretisch könnte man es auch einfach sein lassen. Das ist ja natürlich viel Arbeit. Und im Prinzip haben die ja so noch unterschiedliche Schadenswerte, ne? Weil einige Waffen weiter schießen, so wie die Peitsche. Mit der, die du hast zum Beispiel, die ist recht stark, weil du auch nah ran musst. Ja. Au, ich hätte mich natürlich nicht treffen lassen sollen. Vielleicht könntest du nochmal HP aufladen bei jedem. Ja, jetzt sieht ja jeder ein bisschen ungesund aus. Dann macht das genau, deswegen. Ich pack mal hier kurz in den Schatztruhe, während du den da oben tötest. 60 GM, das ist auch gut. Das sind 4 Schlafen wieder drin. Na gut, jetzt habe ich keinen Level mehr. Wir können ja gucken, ob hier wieder ein Gegner kommt oder... Ja. Ja, hier nach auf jeden Fall, spätestens. Außer du kriegst nochmal Schaden dann. Es kann sein, dass ihr auch Level bekommt. Das wäre blöd, wenn ich erst heile und zack, kriegt ihr alle ein Level danach. Können wir auch nachgucken in den Statuswerten? Könnte man. Oder wir lassen uns überraschen. Oder machen es, wenn es kritisch ist, genau. Weil noch geht's ja. Jeder hat ungefähr die Hälfte. Ja, außer Perle, die hat endlich ein Level gekriegt. Vielleicht ist er jetzt auch nicht mehr ganz so schnell tot. Hat immer mehr Energie, ein bisschen mehr Verteidigung. Aua. Du wagst es. 6 Schaden geht ja sogar noch. Sieht aus wie eine Tür wieder, ne? Ja. Soll aber eine geheime Tür sein. Allerdings macht das Fenster da wenig Sinn, so innerhalb vom Raum. So schön in der Mitte, dafür ja. Die Tür außen. Ja, weil es Treppenhaus oder sowas ist. Ja, wahrscheinlich.
So, ich lade mal auf. Dann kriegt ihr wieder 6-7 mal Schaden, das ist echt beschissen hier. Das kann ich nämlich nicht mehr heilen. Jetzt werde ich einfach mal heilen. Ich werde halber. Ja, ich mag die Magie. Das ist schön. Dann ist das auch nicht mal so schlimm, dass man nicht so viele Bonbons tragen kann. Genau, weil jetzt haben wir Magie. Wobei man natürlich auch nicht so viele Walnüsse tragen kann. Auch nur 4. Ja. Aber immer wieder voll ist auch gut. Und jetzt? Ach, guck mal, ein Clown. Bitte Clown, heiter. Kobold. Bitte bleibt heiter, aber hier geht's nicht weiter. Wie bitte? Upsch, upsch. Guck mal, da ist Rocky. Verschwinde! Oh weh, oh weh! Das tat ja weh und tschüss, ich geh! Ja, der reimt, das macht er extra. Ja, das war mir klar. Was ist jetzt los? Jetzt stürzt alles ein und wir. Du Scheiße! Ist das der? Dann wollen wir direkt Eis draufhauen. Hat die voll verwandelt. Ich hoffe nicht, dass der das ist, weil Rocky sah so lieb aus. So, ich guck mal, Level. Dann nehme ich jetzt einfach das Stärkste. Ja, Lanzen macht am meisten Schaden. Schwert kannst du sogar zweimal aufladen. Vielleicht machst du lieber das. Ja. Und lädst immer zweimal auf und haust da voll einen rein. 37, 40. Das andere ist nicht so stark. Ja, also Lanze ist wirklich vom Schaden her den höchsten, aber du hast natürlich die Waffe auf Level 2. Jetzt kriegt der Eisschaden. Mal gucken, wie das abzieht. Boah, 200. Boah! Als hättest du gewusst, dass das passt, ne? Du brennst. Dann wollen wir dich mal heilen. Wir wollen mal die Magie komplett ausnutzen. Ja klar, dafür haben wir sie ja. Genau, und wir kriegen sie ja sowieso immer wieder, wenn wir irgendwo schlafen. Dann gibst du dir jetzt erstmal direkt ein. Toll, bing! Bing! Aua, 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 aua. Sie kriegt auch Schaden, aber er kriegt auch Schaden. 154. Bei Tappi sieht's nicht gut aus. Du hast vorhin gesagt, dass ich weiß, dass es gut ist. Weißt, wir haben nur eine, wir können nur Frost nehmen. Ja, stimmt auch. Der kann man sich nicht. Oh, Lavawelle 4. Hoffentlich zählt das nicht mehr. Ne, haben wir abgewehrt. Indem wir uns geheilt haben. So. Und dann gleich haust du den erstmal rein. Diesmal kein Bling. Versuch mal von unten dran zu gehen. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Egal. Schon wieder Bling. Wirklich von unten, ja. Aua! Kann auch sein, dass wäre der Zauber das nicht geht, dass du jetzt zum Beispiel treffen müsstest. 154. Ja, haut er sofort ab, wenn ich den da mit Eis anschieße. So. Jetzt warte ich mal erst ganz kurz. Gucken, was jetzt passiert. Genau. Toll, jetzt hat sie gehauen. Oh, Blutkraler. Der holt aber auch alles raus aus seinem Zauberkästchen. Oh, oh, ich muss jetzt heilen, aber erstmal müssen wir alle sterben, weil er tausendmal hintereinander zaubert. Oh, oh, sie ist tot. Gerade sie, weißt du, die kann Magie. Ich habe jetzt gedrückt, was bringt das jetzt? Nix. Ja, belebt kann ich jetzt wieder zu dir wechseln oder so, oder? Nee, das geht nicht. Du kannst rausgehen, ich kann bei mir reingehen. Aber ich kann sie wiederbeleben, ne? Ja, das macht das durch. Und so. Du direkt, genau. Dann kann ich uns direkt sofort heilen. Schade, die ist natürlich jetzt am Leben, hat natürlich sofort. Ja, gut, aber. Ja, und weil sie schon wieder gehauen hat, konntest du vorhin auch nicht hauen. Das ist halt das Blöde. Was habe ich noch an Magie? Noch 2, die behalte ich lieber. Ach, oh, Gott sei Dank. Behalte ich die lieber nicht. Und jetzt wieder episch. Geht immer relativ schnell, dass ein Boss kommt. Finde ich gut. Ja. Finde ich auch immer gut. Ich mag Endgegner. Da fühlt man sich gut, dann weiß man, aha, man hat's geschafft. Und weiter geht's. Oh, Axt kann man bald wieder aufbauen. Ist sie nicht schon auf Level 2? Nee. Nein? Okay. Ich dachte, dann hätten wir die schon auf 3 gehabt. Zu früh. Da ist er. Was macht der Kobold hier? Der Feuermann-Mutant ist tot. Vorbei sind die Zeiten der Not. Ich muss mich vor euch verneigen. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Ja, erstmal auf, so blöd zu reimen. Du könntest uns mit deinen Zauberkräften dienen. Aha, ich sehe, eine gute Idee. Dieser Typ hat echt eine Macke. Ihr glaubt, ich tue nichts zaugen? Dann schließt jetzt eure Augen. Und nun, sobald mich ruft ein Weib, ich bin zu allem bereit. Ein Weib? Hat er damit etwa mich gemeint?
Ich glaube, er hat uns beide gemeint, Perle. Dann sage ich jetzt Tschüsschen und Mädels Küsschen. Oh, voll sexistisch. Wenn mich eine Perle beruft, wenn mich ein Weib ruft, bin ich sofort bereit. Und sie heißt natürlich auch Perle, passt natürlich auch gut. Ja. Rocky schließt sich an. Auf zum Mana-Samen. Spritzt da jemand wieder mit Samen rum? Bing. Bestimmt. Bing. Kraft des Samens erhalten. Sehr schön. So, und wer ist jetzt schwanger? Achso, hey, Tappi. Keiner schwanger. Aha. Aua. Mein Kopf. Hauptsächlich haut ihr Kopf dagegen. Alles okay? Oh, ich kann. Du kannst. Was? Wie die vor allem gucken. Lass mich doch ausreden. Ich kann mich wieder an alles erinnern. Die Koboldsiedlung ist in 4 Jahreszeiten bald. Warum gibt's denn da 4 Jahreszeiten? Bring mich dorthin. Bitte, sonst schrei ich ganz laut. 1, 2... Okay, später. Ja, machen wir. Gut. Abgefrühstückt. Hast ja gesagt sofort? Okay. Was habe ich denn hier? Oh, wir haben was Neues. Steinklinge, Turboantrieb und Schutzaura. Das müssen wir alles mal testen. Was hat sie für neue Zauber? Schlammbombe, Juwelenregen und Efeumantel. Juwelenregen haben wir schon gesehen. Genau, den hat man den Gegner gemacht, ne? Der allererste Endgegner hat dich genau. bearbeitet. Jetzt sind wir hier. Ich würde sagen, wir versuchen mal, uns was Langes und Straffes rauszuholen. Tada! Wir sind am Anfang. Ja, seht ihr, wenn ihr was Langes und Straffes in der Hose habt, das ist immer gut. Lalala. Gut, dass sie das rausgeholt hat. Was hatte ich denn vorne Waffe gerade? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich hat das Klaue, ne? Die Klaue weitergemacht. Du hast doch rumgetreten und gebissen und alles. Na, gucken wir mal. Lalalala. Genau. Ja, 84. Ja, zum 4-Jahres-Zeitenwald. Doch, wo ist der? Genau, das ist eine gute Frage. Außerdem hatten wir schon eigentlich auf der Liste, dass wir erst zu Pandorias Ruine gehen. Oder der Ruine neben Pandoria. Das weiß man nicht, was machen wir als erstes? Ja, boah, machen wir es 3400. Machen wir auch, wir gehen zur Ruine. Das andere wissen ja eh nicht, wo es ist. Genau. Das Gute ist, keiner hat gesagt, wo wir hin sollen. Ja, hat vielleicht auch sogar was damit zu tun, weiß man nicht. Vielleicht ist das eine im anderen. Wäre auch lustig. In der Ruine drin ist so ein 4-Jahres-Zeitenwald versteckt. Ist ja normal. Oder direkt daneben. Genau, links die kaputte Ruine mit Geister und total düster. Und rechts direkt ein 4-Jahres-Zeitenwald. Schönen Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Und Frühling. Verdammt, wie hieß die letzte Jahreszeit? Birdie, welche Waffe soll erneuert werden? Da geht ja nur eine. Die Axt. Gute Entscheidung. Warte, wie heißt sie jetzt? Das heißt die Streitaxt. Ach nö, wir wollen uns nicht streiten. Du hast die Axt? Ne, sie hat die Axt. Mhm. Wir können ja trotzdem mal gucken, was hat die so... Die hat doch bestimmt jetzt eine bestimmte Fähigkeit. Effektiv gegen Pflanzen, Schrägstrich, Fische. Warte, dann kommen die Pflanzen und Fische. Ja, das ist halt so einfach alles, was lebt. So. Ja, die kaufen, Kobolde leben nicht. Kaufen mussten wir nichts. Hatten ich trete dich! Dann auch von hinten in den Nacken rein. Das kann ich gut gebrauchen. So. Dann wollen wir mal wieder ein bisschen kämpfen. Ja. Kriegen wir nicht runter. Ach, egal. Die schwebt auf Wolke 7. Nee, aber in zweiter Etage. Zweite Etage. Ah, da unten. Was war nochmal gegen Insekten gut? Die Klaue, ne? Ja, du hast die in der Hand. Ich hab genau die richtige. Deswegen machst du auch 82 Schaden da manchmal. Immer kritisch, naja. Also schon hier hat die Axt, da kommt euch gleich eine Blume. Wir können ja mal gucken, ob das übertrieben viel Schaden macht. Wenn denn dann mal eine Blume kommt. Lala. Da ist er. Naja, wenn sie jetzt nicht so einen niedrigen Angriffswert hätte. Ja. Wie ist, hast du schon Stufe 2 Klaue. Ja, wie sieht das denn aus? Ach ja, das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe auch eine Peitsche auf Level 1, glaube ich. Das sieht ja.
Jetzt, boah, jetzt kommt der mega heftige Peitschenschlag. Einfach eine Drehung vorher. Ja. Ja, die holt aus der Drehung nochmal viel Schaden raus. Die Lanze könntest du jetzt nehmen oder die Peitsche. Du kannst einfach mit mir tauschen, wenn du möchtest. Dann nehme ich. Ich nehme die Lanze. Oder die Lanze. Will nicht tauschen. Oh. Nee, mit der Peitsche will ich nichts. Ich habe zwar gesagt, jede Waffe, aber ich glaube... Ja, ist eh nicht wichtig. Jede Waffe. Wichtig ist eine Waffe, dass sie immer stark sind, dass wir zumindest zum Schluss eine auf 8 haben. Eine verschiedene, vor allem nicht, dass alle das Schwert nehmen. Mhm. Zum Schluss müssen wir uns darum streiten. Du vor allem musst das Schwert haben. Der hat ja schon angedeutet, das Mana-Schwert wird irgendwann mal sehr stark werden. So, was habe ich denn? Nehme ich die Klaue dann. Da war ich schon auf Level 1. Die ist auch gut irgendwie, die macht gut Schaden. Im Gegensatz zu dem, was ich jetzt gerade anhatte. Ja, hier oben war, glaube ich, ein Kanoni-Bruder. Nee. Das waren auch nur 100 Stück oder so. Da war doch der hier Eingang zum Hexenwald oder so, ne? Hexenwäldchen, Elfenteich. Achso, steht gar nicht dran, aber hier. Aber rechts war, achso. Hexenwäldchen, da brauchen wir nicht hin. Aber hier, guck, da ist so einer, ein so ein... Stimmt, ja. Eine Flugreise für 50 GM, Wasserballast oder Pandoria? Pandoria, ne? Ist Pandoria müssen wir hin, ne? Ganz genau. 50, das ist aber auch ein Wucherfalter. In Pandoria haben sie ja alle einen Dachschaden. Auf in die Kanone. Ja, dann müssen wir Klempnern. Ich war schon oben, Mann. Erstmal wieder zurück und dann wieder zusammen. Ja, gleichzeitig laufen. Und einer muss immer vorrennen. Und das bin bekanntlich immer ich. Das war passend da. Das ist der Wasserpalast und das ist jetzt Pandoria. Ach guck, das ist ja alles so nah beieinander. Ah ne. Jetzt. So, ja. Traurige Musik, alle sind tot. Wo war denn das noch? Oben war das Schloss. Genau, da wollen wir nicht hin. Unten ging es raus. Sie will bestimmt nicht zum Schloss. Da ist ihr Vater. Da, die da. Nanu, Heidi, alles in Ordnung? Huch, sie ist weg. Das warst du. Ja. Kommt, wir gehen mal zu den Ruinen da unten. Ja, hatten wir eh vor, du Schlaumeier. Aber lustig, warum ist die einmal wegteleportiert? Ja, die Hexe hat doch den einen schon mal wegteleportiert, ne? Ja, aber die können das doch nicht alle. Warum können das immer alle? Die haben wir schon mal alle angeredet. Da steht sie doch. Heidi, Heidi. Perle. Ich mache eine Reise ohne Wiederkehr. Es war schön mit euch. Komm schon, Heidi. Übertreib nicht so. Ihr Ignoranten. Ich glaube, die ist ein bisschen... Lasst mich in Ruhe. Oh oh. Heidi! Heidi! Hey! Deine Welt sind die Berge. Schnell, bevor Heidi etwas zustößt. Sicher ist Hagen auch da drin. Er wollte schon anfangen zu singen, habt ihr gemerkt? Passiert. Ich hab mich nicht... Voll dramatisch und er fängt an zu singen. Hi. Ich habe ein ungutes Gefühl in diesem Tempel. Schon wieder ein Tempel. Boah, und ich liebe diese Musik. Ich finde die so geil. Jetzt echt? Ja. Einfach weil die so abstrakt, die passt einfach zu diesem. Und dann so ein hässlicher Hintergrundboden. Ja, das passt schon alles, ja. Den hätte ich eh verklagt, der so einen Hintergrund hier reinschreibt. Ja. Wollen wir eigentlich schlafen? Aber ich finde die Musik eher, Ja, gut. Eher furchteinflößend. Genau, meine ich auch. Das ist ja auch die Idee dahinter. Ist ja auch eine Ruine. Ich treffe den nicht mit meinem Speer. Ja, der ist sowieso... Der kriegt eh keinen Schaden. Den müssten wir runterholen. Wir müssten den... Gibt's denn da zu lachen? Da versucht er sich zusammenzureißen und mich zu sagen, ausnahmsweise mal. Und dann, ja, 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 das ist der Suncheck. Immer versaut. Wir hauen den jetzt da runter. So, 90 Schaden. Na guck. Runtergehauen und direkt tot. Da ist eine große Tür, die sieht irgendwie gut aus. Man könnte meinen, wir wären pubertierende Jungs, die hier irgendwas spielen. Ja. Und immer was Versautes sehen. Wir müssen eigentlich wirklich wieder ein bisschen trainieren für die eine, dass wir den mindestens auf Level 1 kriegen. Die Schlammbombe. Ja, müssen wir echt machen. Weil einmal so ein Level ist schon mal nicht schlecht, sonst kriegen wir später direkt auf die Fresse. Beziehungsweise wir können den anderen nicht auf die Fresse hauen. Ich habe schon wieder eine schlechte Nachricht für uns alle. 30 Minuten sind gleich rum. Wir sind jetzt so passend in dem Raum. Genau. Und gehen wieder zurück.
Genau. Wir werden eben schnell nur noch. Achso, dann skillen wir das nochmal ein bisschen. Genau. Das geht zumindest schnell. Tomatenmann ist konfus. Jetzt sieht man einmal dieses Konfusieren. Konfusieren. Ja, es wird wahrscheinlich, also es ist eigentlich verlangsamt, auch wenn er konfus steht. Wir sehen einmal Juwelenregen. Die Schlammbombe haben wir vorhin schon gesehen, die ja schön runterkam. Juwelenregen kennen wir ja eh. Oh, das ist schon mal... Naja, obwohl die Schlammbombe hat mehr Schaden gemacht. 80, glaube ich. Hey, da rennt ein Schatz da weg. Hol du den lieber. Wie ich dich angezaubert habe. Der hat ein Zauberschild gehabt, oder was? Ich weiß nicht, wie das, wieso das so war jetzt. Das ist eine gute Frage. Testen wir es nochmal. Kann ja mal stehen. Kommt er mit der Tür. Und jetzt noch eine Bombe klar. Wieder. Ja, Hauptsache die rennt weg. Ja. Das ist der Wahnsinn. Vor allem ist da ein Eva-Mantel 1 drin. Ah, nee. Ach so, die können das auch zaubern. Bin ich jetzt fertig? Nein, einmal haben wir noch. Und dann... Ja, das verlangsamt. Ich merk's auch. Und dann gehen wir schlafen und da werden wir dann einfach den Part beenden, würde ich behaupten. Außer Ricky hat eine andere Idee. Nö, ich habe genau dieselbe Idee. Aber wo willst du schlafen gehen? In der Stadt. Also wieder... Lauf nur denn! Renn, hol dir die Bombe. Ich schieb dir die Schatze mal weg. Schmeiß sie ruhig hin. Nee, das ist ja gut. Mit 96, da können wir direkt zwei, dreimal schlafen gehen. Ja. Können wir alle miteinander schlafen. Warte, wir gehen noch mal kurz rein. Ich habe meinen noch nicht gezeigt, ne? Von der, die Zauber. Weil wenn man die Waffen zieht, kriegt man halt mehr Punkte dann. Können wir auch hier. Ja, stimmt. Dann können wir die alle wirklich komplett ausnutzen. Genau. Was haben wir denn? Steinklinge. Dann gucken wir einmal, wie die ist. Scheiße, wir überziehen so lange. Das geht ja gar nicht. Klar geht das. Freuen sich die Zuschauer. Endlich mal ein bisschen was... Gesehen, ist er Start. Ah ja. Und der ist zum Beispiel schon besser, weil du kannst auch danach weiterhauen. Turboantrieb. Jetzt flitzen wir hier rum. Turboantrieb hat vorhin das Schachbrett. Ach, Schachbrett. Die Schachfigur schon gemacht. Da Ausweichchance, Zielprozentchance raus. Hoch. Ah ja. Mhm. Und Schutzaura hat auch schon einer irgendwie gemacht. Das ja, die Gegner machen das. Ja. Da ist gerade zum Beispiel schon einer. Ja, Tapis aus, halt... Abwehr rauf, ne? Ja. Okay. So, dann haben wir die auch gesehen. Na gut, da kann man drauf kommen. Ja, Schutzaura, dass die hilft, ne? So, mach noch deine Magie leer, das war es jetzt, ne? Ja, mehr haben wir schon nicht mehr. So. Und letzter Zombie. Zombie. Zombie und Zombie trafen sich bei Bombi. Ja, natürlich können wir unendlich weiterkämpfen, weil der da oben spawnt immer neue. Und runterholen können wir den nicht. Ja, kannst du den, aber wir haben auch keinen Angriffszauber mehr, ne? Nein, wir haben ja alles leer. Ja. Dann gehen wir jetzt raus. Ja. Ist doch egal. Genau. Wir haben ja wohl schon ein bisschen genug gemacht. Aber nur ein bisschen. Dann gehen wir schlafen und wenn wir schlafen gehen, gehen wir, schlafen. Genau, wenn wir schlafen gehen, gehen wir schlafen. Dann gehen wir auch vom Video her schlafen, so. Boah, diese Musik, die gefällt mir jetzt schon. Jetzt hier links, direkt im... Lalalala. Bett rein. So, du weißt, wie du den synchronierst ist? Ach ja. Möchtest du übernachten? Nee, so war das nicht. Nee. Ja, das ist schon wieder länger her. Wie hätte ich denn gedanced? Das ist. Dann gucken wir uns gleich erstmal den ersten Part wieder an. Genau, das müssen wir für den nächsten Part müssen wir es einmal synchronisiert üben dann. Tja, 10 Goldmünzen. Da werden sich die Zuschauer auf jeden Fall für den nächsten Part freuen, um das wieder in richtiger Synchronisation zu erfahren. Ja. Und wir sagen gute Nacht, liebe Zuschauer. Vielleicht seht ihr es ja abends, dann passt es ja. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.